Wie lief's mit der Diät? Ich habe sie strenger befolgt. Strenger oder ganz? Nicht ganz, aber besser als zuvor. Ich habe immer noch Gelüste auf Pizza oder Brot. Letzte Woche wurde ich schwach und habe mir eine Pizza gegönnt. Die habe ich aber auf 2 Tage verteilt und auch noch was weggeschmissen. Früher hätte ich eine Pizza auf einmal verdrückt. Diesmal habe ich sie mir eingeteilt. Limo und Kohlenhydrate sind tabu. Meine Mom und ich sind auf dem Weg zum Arzt. Hoffentlich habe ich diesmal mehr abgenommen und Dr. No ist zufrieden. Ich habe mir viel abverlangt und bin gespannt, was rauskommt. William? Hi, how are you? Doing good. Hi. Ich sollte 32 Kilo abnehmen. Dann müssten es 231 sein. Hoffentlich bin ich nah dran. What the heck? Was? Das ergibt keinen Sinn. In Zimmer 5, bitte. Okay. I'm not sure how that. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Vielleicht ist die Waage kaputt. Oder es liegt an der Limonade. Da konnte ich mich einfach nicht beherrschen. Ich kaufe mir keine, aber in der Arbeit habe ich sie ständig vor der Nase. Ich hätte nicht gedacht, dass Limo so viel ausmacht. Vielleicht ist ein Job im Imbiss doch nicht das Richtige für mich. Ich verstehe das nicht. Dr. No wird mich auseinandernehmen. Ich sage nichts mehr. Du wiegst so viel wie 3. Wie lange soll das dein Herz noch mitmachen? Weiß nicht. Hello, how y'all doing? Good. How are you, Dr. No? I'm doing good. So William, what's going on? Was ist los mit Ihnen? Sie klopfen Sprüche und nehmen zu. So what's up with that? I thought I was doing better. Ich dachte, es läuft gut, aber ich habe mich wohl getäuscht. Doch dieses Ergebnis öffnet mir jetzt wirklich die Augen. Jetzt ist mir klar, dass ich mich noch mehr pushen muss. I need to push myself more. I know nobody believes. Das glaubt mir wohl niemand, aber ich werde allen beweisen, wie ernst es mir ist. Ich gestehe mir jetzt meine Fehler ein und werde es künftig besser machen. Darf ich mal einhaken? Nach 6 Monaten haben Sie 3 Kilo zugenommen, anstatt über 60 abzunehmen. Sie essen immer noch, was Sie wollen. Erzählen Sie mir keine Märchen. Arbeiten Sie noch im Imbiss? Sie sollten sich etwas anderes suchen, wo nicht so viele Versuchungen auf Sie lauern. Das habe ich tatsächlich vor. Ich sehe mich nach einem geeigneteren Job um. Alles nur leere Worte. Sie werden weitermachen wie bisher und zunehmen. Und schon bald können Sie nicht mehr laufen und sind ans Bett gefesselt. Wenn es so weit kommt, werden Sie die anderen manipulieren, damit sie Ihnen Essen bringen, bis Ihr Körper nicht mehr mitmacht und Schluss ist. Ich kann Ihnen nichts Neues mehr erzählen. Sie wissen zur Genüge, dass Sie sich mit Essen umbringen. Doch jedes Mal heißt es, jetzt weiß ich, was ich tun muss, jetzt ändere ich mich. Bei mir ist heute auf der Waage der Groschen gefallen. Du hältst dich nicht an die 1200 Kalorien.
Bestimmt sind es 5000 pro Tag. Er hört auf niemanden und gaukelt uns etwas vor. Aber wir glauben ihm nicht. Sie glauben es doch selbst nicht, oder? Tief im Inneren nicht. Du sagst nur das, was wir hören wollen. Sie wollen ihr Umfeld täuschen und wie gehabt weiterfuttern. Wir geben ihm die nötigen Hilfsmittel und er nimmt sie nicht an. Dann können wir nichts weiter für ihn tun. Ihm droht ein Herzinfarkt. Sein Blutdruck ist zu hoch und er schleppt das Gewicht von dreien mit sich rum. Er müsste sofort etwas ändern. Sonst muss ich ihn zu Grabe tragen, anstatt mit ihm zu leben. Da hat Ihre Mom recht. Sie bringen sich mit Essen um. Wir wollten Ihnen helfen, das abzuwenden, aber es hat zu nichts geführt. Sie bekommen eine letzte Chance, aber dafür müssen Sie zur Therapie. Wir arrangieren einen Termin. Hoffentlich kann der Therapeut Sie wachrütteln, bevor es zu spät ist. Wenn Sie bis zum nächsten Mal nicht deutlich abgenommen haben, sind meine Möglichkeiten erschöpft. 32 Kilo innerhalb von 2 Monaten wäre das Ziel. Aber Sie machen es ja doch nicht. Nehmen Sie merklich ab, dann sehen wir weiter. Ja, Doktor. Wenn Sie etwas brauchen, rufen Sie an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. In Ordnung. Yes, sir. All right. I'll see you later. Okay, thank you. Bye, Dr. Now. Thank you. Bye. Es ist immer dasselbe mit William. Ihm ist die Sache nicht ernst und er redet sich raus. Hoffentlich dringt der Therapeut zu ihm durch. Alle anderen sind ja bei ihm abgeprallt. Meiner Meinung nach gehört er zu den Kandidaten, die sich so lange etwas vormachen, bis sie daran zugrunde gehen. Es wird sich zeigen, ob die Therapie bei William etwas bewirken kann. Sehr zuversichtlich bin ich allerdings nicht. Ich muss mich wohl noch mehr beim Abnehmen bemühen. Bei mir dauert es wohl einfach länger. Vielleicht hilft mir die Therapie. So oder so werde ich mich mehr reinhängen. Denn diesmal muss ich Fortschritte machen. Ich darf es nicht vermasseln.